Meine Lieben, ich begrüße euch wieder zu einer Sternzeichenlegung. Und zwar sind wir jetzt bei dem Monat April und hier geht es jetzt bei der Legung um das Sternzeichen der Schützen. Ich weise immer darauf hin, wenn ihr jetzt sagt, ich habe hier in der Legung überhaupt nichts gefunden, was für mich passt, dann kann ich euch nur raten, schaut auch in die Zeichen eures Aszendenten, Mondzeichens oder Venuszeichens. Viele Zuschauer haben mir schon bestätigt, dass der Aszendent für viele manchmal passender ist wie das Sonnenzeichen, also wie ihr offizielles Sternzeichen. Und darum sage ich, horcht in euch rein. Ihr müsst es erkennen. Und dann wirklich vielleicht mal switchen und sagen, ich schaue jetzt mal in meinen Aszendenten. Vielleicht ist das genau meine Aussage, die für mich passend ist. Aufgrund meiner etwas angeschlagenen Stimme, was ihr vielleicht auch hört, musste ich diese Monatslegung hier ein bisschen anders gestalten und auch verkürzen. Ich hoffe da einfach auf euer Verständnis, aber im Moment ist meine Stimme einfach zu überbelastet. Und um das nicht noch schlimmer zu machen, war ich jetzt, wie gesagt, gezwungen, das Ganze ein bisschen zu verändern. Ich hoffe einfach auf euer Verständnis und werde euch jetzt sagen, wie sich diese Legung heute gestaltet. Es gibt 4 Karten, und zwar aus 4 verschiedenen Decks. Das heißt, ihr bekommt natürlich wie immer ein Krafttier, das euch im Monat April begleitet. Dann gibt es eine Karte aus dem Merlin-Orakel, eine Karte aus dem Orakel der aufgestiegenen Meister und eine Karte aus dem Deck die Magie der Göttinnen. Des Weiteren ziehe ich 4 Karten aus dem wunderschönen Deck Psychofokura. Das ist von Carola Winter und kann im Winternet TV erworben werden. Ich finde sehr, sehr schöne Karten, sehr aussagekräftig, 72 an der Zahl. Und des Weiteren gibt es noch 4 Karten aus dem Epic Light Lenormand Deck von Kathleen Bergmann. Und ganz zum Abschluss, um das Gesagte vielleicht noch zu manifestieren, und zu unterstreichen, gibt es noch eine Karte aus dem Seelensterne-Orakel. Das ist ein bisschen angelehnt an die Astrologie. Das heißt, wir haben also hier die Planeten, wir haben die Häuser. Wir haben auch den Hinweis auf bestimmte Tage, wo diese Legung vielleicht ganz gravierend passt. Und ich habe festgestellt bei den Monatslegungen, dass genau diese Karten wirklich immer so dieses i-Tüpfelchen am Schluss geben. Und deshalb sind mir diese eigentlich für die Monatslegungen auch sehr ans Herz gewachsen. So, und wie gesagt, allgemeine Legung, ihr kennt das, die Aussagen können auf euch zutreffen, müssen es nicht zwingend. Macht es nicht passend, es ist völlig legitim, wenn nicht immer alle Aussagen in einer allgemeinen Legung auf euch persönlich zutreffen. Und ansonsten nutze ich die Zeit des Mischens jetzt noch, um mich ganz, ganz herzlich bei euch allen zu bedanken. Für jeden Daumen hoch, den ihr mir da lasst, für jeden netten Kommentar und ganz besonders natürlich fürs Aktivieren des Glöckchens, denn damit habt ihr mir bis jetzt zu 1500 Abonnenten verholfen und dafür danke ich wirklich aus tiefstem Herzen. Schmälert nicht mein Dank für jeden Daumen hoch und ganz besonders für jeden immer mehr vertretenen, liebenswerten Kommentar von euch. Diese Kommentare berühren mich teilweise wirklich sehr, weil sie so nett geschrieben sind und auch dafür mein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Und jetzt schauen wir, welches Krafttier begleitet die Schützegeborenen? Da haben wir die Katze mit der Überschrift Selbstbestimmung. Sei vollkommen entspannt, fokussiert und aufmerksam und folge deinen Impulsen. Ja, genau so zeigt sich das Wesen der Katze. Die ist immer entspannt
und trotzdem aufmerksam. Sie kann sich auf bestimmte Dinge fokussieren und kriegt trotzdem alles um sich herum mit. Also erkenne, welchen Impulsen du folgen solltest. Und das Merlin-Orakel schickt die wunderschöne Karte Magische Zeichen, himmlische Führung. Der Himmel sendet dir magische Zeichen. Sie enthalten gebündelte Lichtinformationen und harmonisieren dein ganzes Sein. Trage ein Amulett oder dein Lieblingssymbol bei dir. Richte dich aus und webe deine Wege. Ja, und das, genau das kannst du tun, indem du entspannt und fokussiert bist. Folge deinen Impulsen. Genau passend ist diese Überschriftskarte. Genau passend. Wahrnehmen, was dir vielleicht durch Zeichen vermittelt wird. Wahrnehmen aus Träumen, aus Situationen. Wir wissen ja, habe ich auch schon oft erwähnt, die Engel kommunizieren mit Zahlen, das heißt mit 3, 4 gleichen Zahlen, die man plötzlich sieht. Eine Feder, die einem vor die Füße fällt. Eine Münze. Nimm diese Zeichen wahr und erkenne, welchen Impulsen du jetzt folgen sollst, was man dir damit auf den Weg geben möchte. Und wir schauen mal, was hier die aufgestiegenen Meister, ich musste noch mal schauen, welches Deck ich habe, zu sagen haben. Und da haben wir die Karte Apollo. Besinne dich auf deine Stärken. Ja, wunderbar passend. Das heißt, hier dieses Wahrnehmen und Umsetzen dessen, was sich dir hier bietet, dazu brauchst du deine Stärke. Folge deinen Impulsen und komme damit wieder in deine Stärke. Apollo ist auch eins der aufgestiegenen Meister. Einer der aufgestiegenen Meister. Und so kann man davon ausgehen, dass auch er wusste, wo seine Stärke ist. Die Bedeutung der Karte: verwendet täglich positive Affirmationen, um deine Energie und dein Selbstvertrauen anzuheben. Rede positiv über dich selbst. Fang an, Sport oder Gymnastik zu betreiben, um deinen Körper zu stärken. Dies ist eine Botschaft der Liebe oder der Heilung. Eines vielleicht auch des einen oder anderen mit dir verbundenen Menschen. Das heißt, auch das kann ausschlaggebend sein, dass du dich deiner eigenen Stärke besinnen sollst, um dich durchzusetzen. Vielleicht auch durchzusetzen gegen Menschen, wo du zeigen musst, hallo, hier bin ich. Es geht mir gut. Ich komme jetzt wieder in meine Kraft. Das heißt, du kommst in deine Kraft, indem du nämlich entspannt fokussierst und aufmerksam alles um dich herum wahrnimmst. Auch diese magischen Zeichen. Und jetzt schauen wir noch auf die Antworten der Göttinnen. Was geben die noch dazu, um deinen Weg wirklich zu erkennen? Und da haben wir die wunderschöne Karte Astraea, die Hoffnung. Genau das passt. Die Hoffnung, dass du all das erreichen kannst, wenn du dich auf deine Stärke besinnst und die magischen Zeichen wahrnimmst und deinen Impulsen folgst, dann bist du auf dem richtigen Weg. Dann bist du genau da, wo du hin sollst. Und wir schauen mal, was hier das Büchlein noch mitzugeben hat.
Das Licht des Göttlichen strahlt durch mein Herz. Durch Mitgefühl und die Weisheit des Seins aktiviere ich die Frequenz des Liebens und Einheitsbewusstseins. Durch diese Verkörperung und göttliche Aktivierung bringe ich jetzt den Himmel auf die Erde. Ja, also ich würde sagen, das ist im Grunde genommen so, dass man sagen kann, man kann vielen Menschen etwas geben. Man kann vielen Menschen Hoffnung geben, indem man seine eigene Stärke wirklich manifestiert, Zeichen wahrnimmt und wirklich wieder, da sind wir bei der ersten Karte, seinen Impulsen folgt. Es ist wichtig, euch selbst zu vertrauen. Es ist wichtig, euch wirklich selbst zu vertrauen und die Stärke in euch zu erkennen. Viele haben im Moment vielleicht auch so ein wenig mit dem Geld zu kämpfen. Das heißt, hier gibt es materielle Verluste, wo man sagen muss, oh, vielleicht ist es auch da wichtig, wieder sich seiner Stärke zu besinnen. Das Ganze kann sich aber ins Positive entwickeln. Es werden vielleicht Umwege nötig sein. Das heißt, wenn man hier irgendetwas zu erwarten hat, was diesen materiellen Verlust wieder ausgleicht, dann muss man vielleicht den einen oder anderen Umweg in Kauf nehmen, um sein Ziel zu erreichen. Und da ist es im Grunde genommen fokussiert, weiterzuschauen, seiner Vorstellungskraft zu folgen, diese wirklich einzusetzen. Vorstellungskraft erkennen, keiner direkten Illusion folgen, sondern einfach umsetzen und sagen, wenn ich diesen kleinen Umweg jetzt nehme, dann kann ich den materiellen Verlust wieder ausgleichen. Und das Ganze wird unterstrichen mit der Hoffnung. Und schaut mal hier, wir haben hier die Hoffnung bei den Göttinnen und haben auch hier bei dem Psychophokura den Hinweis auf Hoffnung. Das heißt, egal, welche Problematik sich hier vielleicht bei dem einen oder anderen zeigt, gebt die Hoffnung nicht auf. Folgt wirklich euren Impulsen. Nehmt die Zeichen wahr und besinnt euch auf eure Stärke, um wirklich zu erkennen, die Hoffnung stirbt zuletzt. Die soll man nicht zur Seite packen. Auch wenn es hier die eine oder andere Hürde im Materiellen geben kann. Mit ein wenig Vorstellungskraft und einem kleinen Schlenker werden sich positive Hoffnungen zeigen. Ihr habt die eigene Kraft und die Stärke, um all das wieder in Gang zu setzen, um alles wieder in die richtigen Bahnen zu lenken. Also vertraut auch auf euch selbst, auf euch und eure Kraft, um das, was für euch wichtig ist, umzusetzen. Denn schaut mal hier. Hier kommen die Sterne und die Sterne sprechen für Klarheit und für Wunscherfüllung. Das heißt, ihr habt es in der Hand, mit diesen Umwegen und der Vorstellungskraft und dem Festhalten an der Hoffnung könnt ihr alles in eurem Sinne entwickeln. Ihr könnt es wirklich dahin bringen, wo es hin soll. Ihr schafft es. Geht weise voran. Erkennt genau, wie es hier steht. Besinne dich auf deine Stärken. Das können auch Stärken sein, sich auseinanderzusetzen. Sich darüber klar zu werden, welchen Umweg nehme ich denn in Kauf, um hier endlich anzukommen, um hier wirklich in die Stabilität zu finden. Der Anker ist ein Zeichen der Stabilität, des Ankommens. Man kommt da an, wo man die Hoffnung hatte, anzukommen. Und das liegt allein in euren Händen.
Ihr seid der Macher. Ihr müsst nur euren Impulsen folgen. Mehr kann man euch hier für den Monat April nicht wünschen. Und wir haben hier als Planeten den Neptun. Neptun spricht für Spiritualität, Liebe und Träume. Deine Träume zeigen dir den Weg. Ja, Träume, das ist ähnlich wie mit den magischen Zeichen, können dir als Wegweiser hilfreich zur Seite stehen. Und auch diese Karte, sehen wir wieder, passt wunderbar zu den vorangegangenen. Das Ganze ist damit unterstrichen. Träume zeigen dir deinen Weg. Das ist diese Vorstellungskraft. Die Hoffnung nicht verlieren. Kleine Umwege in Kauf nehmen. Kraft und Stärke einsetzen. Aber in die Klarheit und in die Wunscherfüllung kommen. Und damit wirklich stabil anzukommen. Das ist hier für euch bereit. Vertraut auf eure eigenen Impulse. Nehmt die magischen Zeichen wahr. Und besinnt euch auf eure eigenen Stärken und verliert die Hoffnung nicht. Das ist hier für den April, für die Schützegeborenen, die ganz große Überschrift. Meine Lieben, ich wünsche euch einen fantastischen Monat. Wie gesagt, ich hoffe auf euer Verständnis. Ich bemühe mich im nächsten Monat wieder auf diese verschiedenen Bereiche wie Liebe, Geld, Beruf einzugehen. Aber in diesem Monat musste ich einfach ein bisschen abspecken. Also verzeiht mir und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder an meiner Seite seid. Alles Liebe für euch. Bis bald.